Guten Tag, ich habe jetzt gerade mal hier diese Ecke rausgeschnitten. Und guck mal hier, dieser Balken, der sieht richtig gut aus, richtig neu. Nicht so wie der da unten, der komplett weggegammelt ist. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, ich werde jetzt hier unten anfangen aufzumachen und einfach mal gucken, was mich erwartet und wie viel ich überhaupt kaputt machen muss. Ich denke, das hier kommt sowieso ab, das ist nämlich auch nicht hier dieser Feuchtigkeitsrigips, sondern dieser ganz normale. Allerdings hat er so eine Aluminiumschicht oben drauf, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, kann man das so kaufen? Kennt ihr das? Habe ich wirklich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört überhaupt, dass es das gibt. Aber ja, vielleicht muss ich ja doch gar nicht alles wegmachen, weil die Dämmung hier, die sieht ja auch noch in Ordnung aus, vielleicht kann ich die drinnen lassen. Welcher Idiot hat denn hier reingetreten? Also wirklich. Ich war's. Wow, seht ihr, wie weich das hier unten ist? Das ist die Feuchtigkeit. Ich glaube, ihr seht gar nichts mehr. Hier, guck mal, wie weich das ist. Also hier, so ist es normalerweise. Und hier unten ist einfach komplett am Arsch. Und hier sieht man diese Alufolie. Hier. Kann man das so kaufen? Wofür ist das? Ist das irgendwie Brandschutz oder so? Vielleicht kann mir das ja jemand beantworten. Ach ja, hier ist ja übel. Naja, aber hier sieht man auf jeden Fall ganz gut, wo Feuchtigkeit ist. Hier überall, aber hier oben ist es trocken. Ich bin mal gespannt, wie da unten das Holz aussieht, wenn wir das da unten rausholen. Man sieht es aber ja sogar hier, also hier, das ist richtig nasses Papier auf der Rückseite. Aber ich denke, ein bisschen Wolle müssen wir austauschen. Und dann ist es ja sogar weniger schlimm, als ich dachte. Also ein ganzes Stück weniger schlimm, als ich dachte. Zum Glück. Und vielleicht ist es ja wirklich nur hier unten diese Ecke und da hinten nicht. Da brauche ich das Ding gar nicht nehmen. Das fällt so auseinander. Und interessanterweise haben die sogar erst Rigips gemacht und danach erst hier den Estrich gegossen. Schön. Da ist sogar jetzt noch so eine Elektrodose, habe ich gerade gefunden. Ich weiß gar nicht, von wo diese Steckdose hier kommt. Ob die jetzt von da hinten Strom bekommt oder ob die Strom von der hier bekommen. Das bleibt noch herauszufinden. Ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde damit verbracht, blaue Säcke zu suchen, damit ich hier die kaputte Wolle da reintun kann. Leider vergebens, weil wir die alle leer gemacht haben. Aber morgen wollen wir sowieso mehr Tapete abmachen, deswegen brauche ich sowieso mehr Säcke. Das heißt, lade jetzt statt dem Rigips, was ich ja eigentlich morgen mit auf dem Bauschutt wegfahren wollte, lade ich jetzt den Schrank ein. Weil den Schrank, den hatte ich jetzt 1,5 Monate drin zu verschenken, habe den mehrfach inseriert und den hat halt leider keiner geholt. Ist ziemlich schade, ist ein geiler Schrank und es tut mir auch im Herzen weh, dass ich den jetzt wegschmeiße, aber es muss halt weitergehen. Wenigstens konnte ich die Couch noch loswerden, den Tisch hier, den behalten wir noch, aber der Schrank muss jetzt halt leider einfach weichen. Jetzt habe ich hier natürlich erstmal ein bisschen aufgeräumt, damit ich hier ein bisschen Platz habe überhaupt. Und was ich natürlich von diesem Schrank erhalte, mal mindestens als Baustellenradio, ist die Anlage, die da drin verbaut ist. Die ist ja hier links, dann sind hier hinter 2 Boxen. Und da hatte ich jetzt die ganze Zeit hier unten die Alexa angeschlossen. Und das Setup, das hole ich mir jetzt da raus, stelle mir das hier irgendwo in die Ecke, damit ich weiterhin hier laut Musik hören kann. Habe jetzt gerade doch noch ein paar Tüten in der Garage gefunden, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal mit dem Schrank weiter, damit der Anhänger voll wird. Und das wird er auf jeden Fall, wenn ich mal sehe, wie viele Türen da dran sind. Die Anlage ab. Die Glasscheiben mache ich lieber nicht. Das ist mir ein bisschen zu heikel mit meinen Händen. Und das hier, muss ich leider sagen, ist ja wohl der hässlichste Mörser aller Zeiten. Oder ist das was anderes? Nee, ist kein Mörser. Aber irgendwas in die Art. In die Art. Das Wort, was ich meinte, heißt wohl Richtung. Ein richtiger Spulenverstärker hier. Das ist sau schwer, das Ding. Und auch sau alt, das Ding. Ne? Ach, und ein Zeitungsartikel. Analoge Fernsehära ist vorbei. Herbst 2004. Ja, das ist wohl richtig. Ich denke mal, das hier war die ganz alte Küchenplatte, auch in diesem Blau. Geht eigentlich, gar nicht so hässlich, oder? Lass mal hier. Geht nicht. Schade. So viel bessere Qualität als irgend so ein Ikea-Schrank. Guck mal hier. Ach, das ist die Antenne. Eine Schrankantenne, das ist ja mal geil, ey. Falls ihr euch mal fragt, welches Modell dieser Schrank ist, das war der Kassel 300. Also, das hier ist die Antenne von dem Schrank. Ich kann es leider nicht vorlesen, weil es nämlich auf Italienisch ist. Aber das ist super interessant. Also, einfach hier so ein Alupapier beschichtet, also Pappe mit Alu. Nicht geil. Tada! Die Lautsprecher. Eigentlich echt sexy Dinger. Nicht schlecht, die sehen sogar richtig gut aus. Guck mal hier, auch voll das schöne Logo und so.
Monitor zu lang. Der Röhrenfernseher war nicht. Hier unten in den Schubladen ist noch so Weihnachtstischdecken-Gedöns. Das heißt, da muss ich mir das mal suchen, wo ich das reintun kann. Und dann kommen die natürlich auch auf den Müll. Hier, so Sachen wie dieses Ding. Einen Kerzenausmacher. Da muss sich irgendein Ingenieur gedacht haben, Alter, wie kriege ich eine Kerze aus? Ich muss was entwerfen. Und dann kam dieses Ding bei rum. Also, was soll's. Also, braucht man sowas, um eine Kerze auszumachen? Sagt's mir in den Kommentaren. Was meint ihr? Ich sehe das nur als Stahlschrott. Und wie anders es jetzt hier schon aussieht. Also, ich meine, eben war hier noch alles dunkel, als der hier stand. Und jetzt sieht's doch eigentlich ganz gut aus hier. Wirklich wahnsinnig stabil. Oder, Babosi? Hopp. Ja, fein. Sehr stabiles Holz. Ich lade das Zeug jetzt noch ein und dann ist noch der Rest von diesem anderen Schrank, den dieser Typ schon im zweiten und dritten Video abholen wollte. Der hat sich einfach nie wieder gemeldet. Das heißt, er hat jetzt einen halben Schrank, ich habe einen halben Schrank. Ich weiß nicht genau, was er sich dabei gedacht hat. Also jetzt muss er einen halben Schrank entsorgen und ich einen halben Schrank entsorgen. Naja, was soll's. Vielleicht freut er sich aber einfach, dass er einen halben Schrank hat. Oh Mann, ich werde den Anhänger auf jeden Fall im Jeep ziehen und nicht im Nissan. Das ist nämlich ganz schön schwer. Jetzt habe ich hier dann der Durchreiche aufgebaut und hört sich so viel geiler an. Nichts, der was vibriert oder so, einfach geil. Jetzt kann man auch den Bass ein bisschen aufdrehen oder so. Einfach geil. Ist jetzt noch nicht ganz so spät, wie ich dachte, dass es wird bei dem Schrank abbauen. Deswegen dachte ich mir, ich kann ja mal hier den Dreibein mit Laser aufstellen und mal schauen. Das ist natürlich wieder eine sehr, sehr stabile Lösung mit der Bütte. Das ist immer noch zu niedrig. Kacke. Kacke. Muss ich was anderes holen. Aber was wäre ich schon für ein MacGyver, wenn ich das jetzt nicht hier mit Panzertape lösen würde, ne? Also, das geht ja nicht hier. Ich verlängere jetzt einfach die Beine hier. Das ist einfach so. Laser kurz abmachen. Bei dem Laser, am Anfang wollten wir keinen kaufen, das war uns einfach zu teuer. Ich glaube, der hat 100 Euro gekostet. Aber inzwischen muss ich sagen, ich habe den so viel benutzt und ich will ihn nicht mehr vermissen. Also ist einfach geil und erleichtert einfach so viele Arbeiten enorm. Ah, okay. Dieses Problem haben wir gelöst. Zack, ein riesen Dreibein. Geil, oder? Also ich freue mich. So, und zwar fahre ich mir den jetzt hier hoch. Ich möchte nämlich die ersten Schienen für die Trockenbaudecke einbringen. Und damit ich schon mal gucken kann, auf welcher Höhe ich hier lande, kann ich ja hier den nutzen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus von der Höhe her. 9 cm runter komme ich dann. Passt da hinten, passt hier überall. Ich hatte mir hier ein bisschen Gedanken gemacht, ob das hier richtig passt. Also, seht ihr diesen Laser? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, also hier ist die Laserlinie. Und ich habe ja hier nicht bis zur Decke hochgeputzt. Und mir war nur wichtig, dass ich eine gerade Fläche eben für mein UD-Profil habe, was an die Wand geschraubt wird. Das ist ja jetzt hier gegeben, deswegen kann ich jetzt einfach hier meine Höhe markieren. Dazu schnappe ich mir mal hier meinen Bleistift. Dann weiß ich jetzt immer, dass wenn ich den jetzt nochmal neu ausrichten müsste, den Laser, auf welche Höhe ich meinen Laser bringen muss, dass ich überall die gleiche Höhe habe, weil ich werde ihn auf jeden Fall mehrfach nutzen. Weil jetzt kann ich nur diese und diese Wand hier mit Profil ausstatten. Ich hatte mir hier schon die Länge von dieser Wand aufgeschrieben, 2,12 Meter. Das heißt, ich werde jetzt mir eine Leiste zuschneiden, ein UD-Profil, was 1,11 Meter lang ist. So quasi analog zu dem, wie ich es vorne gemacht habe, weil das sind nämlich die ersten, die man montieren muss. Was ihr dann braucht, bevor ihr auf die Leiter geht, ist einmal die Bohrmaschine, Hammer und dann braucht ihr diese 6er Dübel, diese Schlagdübel, die hier, die man einfach nur reinhämmert, deswegen auch der Hammer. Außerdem braucht ihr natürlich euer zugestelltes Profil und dann könnt ihr schon mal auf die Leiter klettern. Und ich mache mir das immer so, dass ich, mal gucken, ob es überhaupt passt, ja, sieht gut aus. Ich gucke immer, dass ich das so mache, dass meine Unterkante von meinem Profil genau auf dem Laser ist. Und dann lege ich eben zum Bohren an. Bohrmaschine hier. Ach, jetzt ist sie natürlich wieder auf Stämmen eingestellt, war klar. So, dann schraubt man sich hier den Dübel. Optimal ist es natürlich, wenn kein Kabel da drauf liegt. Und dann würde ich euch immer empfehlen, mit der Spitzenseite zu hämmern. Das zerstört hier euer ganzes Profil. So, jetzt hängt es schon mal und ihr könnt anfangen, das in Ruhe auszurichten. Hauptsache, die eine Seite ist erstmal gerade. Und da sind so vorgebohrte Löcher drin in dem Profil. Aber wenn ihr mal irgendwo eine Schraube hinmachen wollt, wo kein Loch ist, dann könnt ihr auch wirklich ohne Probleme dann einfach durchs Metall durchbohren. Also, das ist gar kein Ding. So wie ich es jetzt hier mache. Ist halt saulaut. Und das macht man jetzt einmal durch hier oben. Ja, Alter.
Dabei müsst ihr natürlich auch wieder aufpassen, dass ihr nicht genau gerade da bohrt, wo irgendwo Leitungen laufen. Also sei es Strom oder Wasser. Wasser ist natürlich seltenst auf so einer Höhe, aber Strom halt schon. Deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Den hier hinten noch bohren. Da reichen auch die 6er Dübel, also ihr braucht nicht die 8er. Die 8er benutzt man dann eher mal für die dicken Abhänger. Also diese anderen Teile, die ich euch auch mal bei einem anderen Video gezeigt habe, die kommen dann natürlich auch nochmal wieder zum Einsatz. Jetzt haben wir hier schon die eine Seite fixiert. Das gleiche mache ich jetzt natürlich noch auf der Seite. Hier muss ich ein bisschen stückeln, weil diese Wand hier länger ist als 3 Meter, nämlich 3,21 Meter und ein Profil ist genau 3 Meter lang. Deswegen werde ich jetzt erstmal eins links ansetzen. Man versucht den Stoß immer so ein bisschen zu versetzen zur anderen Wand. Also wenn jetzt die andere Wand auch komplett gerade so wäre, würde man die eine lange auf das Ende machen und auf der Wand auf das andere Ende. Einfach damit der Stoß woanders ist, was jetzt wichtig wäre. Aber macht man halt, weil man ja alles immer versucht, die Spannung rauszunehmen. Deswegen hole ich jetzt erstmal und mache jetzt erstmal auf dieser Seite ein langes hin, schneide ein neues zu, mache es dann rechts hin. Muss ich mich mal wieder ein bisschen ranhalten, weil es ist schon wieder gleich 8 Uhr. Deswegen mache ich jetzt noch die zwei Sachen schnell und dann ist Feierabend für heute. Und morgen Samstag ist schon wieder viel vor. Das sind 21 cm, also mache ich es 20 cm lang. Ich wollte euch jetzt gerade filmen, wie ich schneide. Da habe ich in meinen Resten geguckt. Und was habe ich hier? 20 cm. Einfach nice. Deswegen so Stückchen nicht wegschmeißen, wenn ihr noch nicht fertig seid mit Renovieren, weil oft braucht man die Dinger wieder. So, dann haben wir die hier auch schon mal aufgebracht. Um dann unsere Decke hier dran festzumachen, müssen wir natürlich anders vorgehen. Hier brauchen wir natürlich keine Schlagdübel, hier können wir einfach wieder diese Metall-Schnelllauschrauben nehmen. Ich glaube, ich habe jetzt gar keine richtig langen da. Muss ich nochmal schauen, weil ich muss ja, also hier ist es relativ simpel, da kann ich die nehmen, die ich hier für die Front genommen habe. Aber hier ist ja doppelt beplankt, das heißt, hier habe ich allein über 2 cm Rigips. Das heißt, ich brauche auch irgendwie 3 cm lange Schrauben, weil vorne hier der Bohrkopf auch nochmal Platz einnimmt. Deswegen kann ich das nur dieses Stück hier noch hier hinmachen. Und da kann ich mich jetzt dazu entscheiden, dass hier ein bisschen überstehen zu lassen. Einfach damit man noch was zum Festschrauben hat und diese Kante hier dann fixiert ist. Und deswegen mache ich das hier auch einfach 20 cm lang. Und da schneide ich mir jetzt noch schnell eins zu und zeige euch das hier noch eben. Aber ich habe keinen Akkuschrauber hier, den habe ich drüben. Den habe ich jetzt keinen Bock noch zu holen, dann wieder herzukommen. Deswegen mache ich jetzt Feierabend und wir sehen uns morgen. Da bin ich wieder. Klingt flott, oder? Ein paar Sekunden später. Und wir wollen jetzt hier diesen komplett zerstörten Buchsbaum rausreißen. Der war von diesem, wie heißt das Tier? Irgendeine Raupe. So ein Wurm. Der ist hiervon befallen, von diesem Vieh. Oh, ich habe hier schon einen zerdrückt auf meiner Hand. Naja, also davon befallen, Drecksding, Busch ist komplett kaputt, sollte sogar so oder so weg. Und den ziehen wir jetzt hier mit dem Jepp schnell raus. Ja, weiter! Ja, Mann. Wir hatten jetzt noch eine kleine Frühstückspause gemacht, Mittag. Und ich habe jetzt den Akkuschrauber mitgebracht und die richtigen Schrauben hier hoffentlich für das Rigips. Das testen wir jetzt erstmal. Jetzt mache ich hier mit dem richtigen Bit für die Schrauben drauf. Den Laser habe ich mir jetzt wieder angemacht. So, für hier ist sie sogar zu lang, die Schraube, weil das Gewinde gar nicht durchgeht. Das heißt, hier muss ich mir noch mal zwei andere nehmen. Die langen brauche ich dann für vorne. Hier nehme ich jetzt wieder die selbstschneidenden kleinen. Halte das hier auf meine Hülle und rein damit. Fest. Für hier habe ich mir jetzt auch schon eben eins zugeschnitten, was passt. Schon mal eine Länge. Da muss ich jetzt die langen nehmen. Direkt drin, hält, so muss es sein. Ja, drei Schrauben reichen da auch schon direkt. Und auf der Seite hier jetzt, hier sind die beiden Kabel, das ist einmal hier die Lampe und einmal die Steckdose. Die kommen hier aus der Wand raus und hier auf der Seite ist die Dose. Das heißt, ich werde jetzt hier mal aufmachen. Dann kann ich diese Kabel nämlich durch meine neuen Kabel ersetzen, die dann direkt in die Decke gehen und dann kann ich hier auch schon eine Schiene reinmachen. So, hier ist die Dose. Dann muss ich jetzt mal gucken, was wohin geht. Also eigentlich geht er wieder runter zum Schalter. Ja, aber auf jeden Fall kann ich die beiden Kabel auf der anderen Seite verrückt machen. Lege ich mir noch schnell auf der anderen Seite das Kabel frei hier, damit ich dann meine neuen da hochlegen kann. Ihr hört ja, dass hier so ein Lärm ist die ganze Zeit. Okay, mal gucken, wer hier so einen Lärm macht. Das ist der Hund. Seht ihr hier? Der ist hier gerade kräftig am Saugen. Nee, eigentlich ist die Caro. Alexa, Pause. Der Kleber, ich dachte erst, wir müssen ihn lassen, aber wie es aussieht, kriegen wir ihn auch so ab. Zwar mit ein bisschen Putz, aber das ist ja egal. Hauptsache, dieser Kleber ist dann weg. Das sollte eigentlich eine Dämmung sein, aber ich weiß nicht genau, was das für ein Dämmwert haben soll. Und Innendämmen finde ich halt auch nicht so toll. Und du so? Mhm. Genau, jetzt wisst ihr es. Oder was war sie? Foto? Gut. Ich habe jetzt eben mal die Wasserwaage hier hingehalten und hier ist noch so eine bisschen dickere Kante. Und ich habe mir überlegt, ich mache einfach hier noch ein bisschen mehr weg. Und dann kann ich nämlich hier meine Putzschienen aufbringen und kann das dann hier oben etwas überlassen. Das muss man dann halt mit den Fliesen einfach ausgleichen. Beziehungsweise hier kommt ja noch so eine Dichtmatte drauf, weil es ja der Nassbereich ist, die Dusche. Und meine neuen Kabel, die lege ich einfach hier hoch, mache jetzt hier schon mal die Schiene hin. Dann kann ich die neuen Kabel einfach hinter der Schiene durchstecken, dann ist das schon mal gemacht. Ich brauche ja immer ein bisschen Licht, deswegen mache ich mir hier diese Funzel an. Wow, ist das hell. Krass, bringt gar nichts. Nur ein bisschen stemmen hier erst.
Das Gute ist jetzt hier bei den Schienen, ich habe jetzt hier links und rechts schon eine Vorgabe. Das heißt, ich kann jetzt meine nächste Schiene einfach da links und rechts einstecken und dann bin ich da schon eigentlich gut dabei. Die Seite habe ich noch nicht gemessen. Meter. Oh, Meter 72 minus 1 Zentimeter. 1,71. Also ich mache immer 1 Zentimeter, damit ich hier ein bisschen Spielraum habe und nicht nochmal nachschneiden muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist das, wie ich da vorgehe. Jetzt habe ich hier keinen Akku, war klar. Aber anzeichnen kann ich ja schon mal hier. Jetzt hole ich mir hier einen Akku. Also hier seht ihr jetzt genau, warum man immer mehrere Akkus haben sollte. Da hinten ist noch einer, aber ich nehme jetzt den. Das kann ich jetzt hier hinten reinstecken. Ich habe jetzt hier Profile vom Baumarkt. Nicht die, die ich sonst habe, vom Baustoffhändler. Und ich muss sagen, die hier sind nicht so geil wie die vom Baustoffhändler. Die Wand hier ist auch leicht gebogen, aber gut. Habe ich dir wohl geklaut. Da brauchen wir jetzt natürlich wieder den Bohrer. Und den Hammer. So, und jetzt seht ihr, es ist schon ziemlich fest hier. Viel hilft viel, ne? Hier seht ihr jetzt, was passiert, wenn die Wand nicht ganz rund ist. Dann ist jetzt so viel Material und es entstehen diese Biegungen hier. Ist kacke, aber nicht so schlimm. Also macht jetzt nichts kaputt oder so. Brauchen es ja nur hier, um am Rand reinzuschrauben. Daran reiße, mache ich hier noch meine Baulampe ab. So, wenn ich jetzt hier festziehe. Ah, geil, hat funktioniert. Ist draußen. Ja, jetzt kann ich hier mein Loch einfach noch ein bisschen größer bohren und dann kann ich hier mal einen neuen Kabel durchstecken. Dafür nehme ich natürlich den kleinsten Bohrer, den ich habe. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach mein Kabel. Brauche natürlich ein bisschen mehr davon. Wickelt sich jetzt bestimmt gleich komplett ab einfach. Dann kann ich das schon mal hier oben reinstecken. Einfach. Dabei fällt mir die Hälfte in die Fresse rein. Und dann kann ich es hier durchstecken. So, Nummer 1. Das sieht doch gut aus. Ich lasse es extra ein bisschen länger erstmal. So, dann dieses Kabel hier. Das muss ja einfach nur bis hier rüber gehen und dann dieses Kabel hier, ich weiß gerade nicht mehr welches ist, muss ich da nochmal messen, muss ich dann hier rüber spannen. Aber wichtig ist einfach erstmal, dass das hier bis hier rüber reicht und das tut es schon. Das kann ich einfach abschneiden. Also das ist jetzt mein Stromkabel hier. Da habe ich mir jetzt auch direkt hier den Hammer mitgebracht. Dann kann ich das hier schon mal in Position hämmern. Diese Kante hier muss man natürlich wieder sauber machen, dass die Spachtelmasse da besser hält. Jetzt kann ich mir direkt das nächste nehmen und auch durchstecken. Ich glaube, ich isoliere das jetzt erst ab hier. Macht es dann später einfacher. Jawohl, so ist schön. Oh, okay, einfach abgebrochen. Also vielleicht sollte man da auch bessere Qualität kaufen als Baumarkt. Bei manchen Sachen macht es einfach Sinn. Das hier ist jetzt für meine Lampen. Hier kommen ja die Spots rein. Das heißt, mein erster Spot ist ja irgendwo hier. Also muss es nur hier irgendwie so lang sein. Und dann reicht das schon für die Lampen. Bevor ich jetzt irgendeines dieser Kabel anschließen kann, muss ich natürlich erstmal überall sicherstellen, dass ich keinen Kurzschluss mache, weil wenn man die einfach nur so hier drin hat, kann es natürlich sein, dass die zu nah aneinander liegen und dann hier einfach Funke überspringt und eine Sicherung rausfliegt. Deswegen verbinde ich das jetzt hier erstmal alles, bevor ich das dann hier alles richtig verbinde. Ich habe jetzt das Kabel hier so ein bisschen über die Ecke gespannt. Würde man jetzt natürlich, wenn man es ordentlich macht, nicht machen, würde man es in die Ecke legen oder hinten rüber. Aber dadurch, dass hier eine Decke reinkommt und man es nie wieder sieht, ist es mir komplett egal. Ich habe mir hier einen Meter Kabel gespart. Ist Geld. Also mache ich so. Hier unten mache ich erstmal wieder meine alte Steckdose dran, damit ich hier überhaupt wieder Strom habe. Die kann ich dann erstmal aus der Wand raushängen lassen wieder. Hauptsache, ich habe dann erstmal hier drin wieder Strom, um die Kameralampe anzuschließen. Hier ist alles verbunden, da oben noch nicht. Da mache ich jetzt als nächstes weiter. Da oben sieht man auch, dass da Feuchtigkeit war, ne? Hier sind ja auch so Stellen zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das da einfach nur besser gehalten hat. Guck mal, hier ist das auch noch weich. Ja, da war unten auch so eine Stelle. Alles andere ist ja steinhart, ne? Das hier ist tatsächlich noch weich. Frag mich, was das sein kann. Hab alles wieder drin, alles angeschlossen. Lampe, funktioniert. Die Steckdose probieren wir jetzt zusammen. Hier ist der Stecker. Und zack, geht. Wer hätte das gedacht? Einfach Strom in der Steckdose. Ist das nicht nice? Ich habe mir jetzt hier schon mal zwei CD-Profile zugeschrieben. Weil ich mir dachte, ich kann die ja schon mal hier reinstecken. Einfach damit meine Kabel hier ein bisschen hochgehalten werden. Die habe ich auch wieder einfach einen Zentimeter kürzer geschnitten. Hier kommen dann natürlich auch diese Deckenabhänger wieder in die Mitte, was ich euch im letzten Video auch gezeigt habe. Ja, ich glaube, es war im letzten Video. Welche Probleme irgendwie immer zu raffen, wann, wie lang welches Video ist. Ich muss mir da mal ein bisschen so einen Plan machen, von wann bis wann ich immer ein Video mache. Weil es gibt immer keine Abmoderation und Einmoderation. Genau, weil ich ja noch nie weiß, wann ich zu was komme und wie viel Zeit ich dann habe zu investieren und wie lange dann welches Video wird, ist schwer einzuschätzen. Die werden halt einfach da reingesteckt. Richtig simpel, oder? Das ist ein Baukastensystem. Von den CD-Profilen schneide ich jetzt noch ein paar mehr zu. Ich schneide die übrigens von beiden Seiten zu. Also es wäre ja blöd, ich jetzt hier erstmal abschneide und dann mir die nächste anzeigen. Also ich zeichne die dann mal auf einmal an. Das von beiden Seiten. Diese Profile, die haben hier solche Rillen drin, ne? Dass man sich nicht immer hier in geraden Strichen malen muss, sondern man kann einfach an diesen Rillen entlang schneiden. Das ist ganz geil gemacht. Naja, und hier seht ihr jetzt, man kann es halt relativ leicht durchbiegen.
Frage ist jetzt hier, mache ich nur einen Deckenhänger rein, dann mache ich zwei rein. Ich glaube, ich mache zwei pro Träger hier. Weil es vielleicht auch ein bisschen Overkill ist. Ja, ich glaube, einer in der Mitte reicht. Ich glaube, ich mache nur einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht, oder? Genau. Wegen dem Abstand. Normalerweise macht man die Platten jetzt, wenn man das Gripper jetzt so rum hat, macht man die Platte dann so rum hier drauf. Dann habe ich hier aber so lange Stöße, so viele. Vielleicht mache ich die jetzt in dem Fall so rum. Kommt jetzt einfach gerade irgendwie sinnvoller vor, weil jetzt einfach der Raum das anbietet. Sonst habe ich jetzt hier einen langen Stoß, da hinten einen langen Stoß. Und so habe ich, wenn ich hier so mache, habe ich immer nur einen Stoß hier. Genau bei so einer Latte hier. Man braucht nur drei Platten hier. Also die Menge der Platten bleibt natürlich die gleiche, aber ich habe weniger Flöße, die ich spachteln muss. Ich habe gestern bezüglich der Durchreiche hier eine Story bei Instagram gemacht, ob eine Durchreiche cool, sinnvoll oder altbacken ist. Naja, und ich hatte eigentlich gehofft, dass die Antwort ist, ist total altbacken, mach weg. Aber nein, 60 Stimmen für lass drin und mach wieder schön. Und nur 14 Stimmen für mach weg. Naja, eigentlich passt sie nicht da, wo sie ist, weil halt die Anordnung von Waschbecken und Herd schwierig ist. Die Stelle, wo die ist, ist ein bisschen unpassend. Andererseits ist es halt auch cool, dass man es einfach durchreichen kann zum Esszimmer. Wir finden da schon irgendwie eine Lösung für das Ganze, das ist keine Frage. Aber trotzdem muss man sich das ein bisschen überlegen, was halt sinnvoll ist. Außerdem ist die Arbeitshöhe durch die Höhe der Durchreiche eben begrenzt. Also viele Faktoren, die eigentlich gegen die Durchreiche sprechen, aber der Sinn der Durchreiche ist halt gegeben. Und deswegen ist cool. Versetzen will ich die aber nicht, weil es eine tragende Wand ist und da Sturz wieder umsetzen und so. Das ist den Aufwand nicht wert. Wir wollen da jetzt auch keine Küche reinmachen, sondern wir wollen das Haus ohne Küche vermieten, sodass der Mieter sich eben eine Küche, so wie er sie haben möchte, da reinbauen kann. Trotzdem muss man sich halt überlegen, wo kommt was hin, damit man das alles vorbereiten kann. Also muss ich eine Wasserleitung irgendwo hinlegen und auch Strom. Jetzt mache ich auch das, was ich hier eben gesagt habe, dass ich hier einfach noch einen Streifen wegmache, damit ich dann hier eben meine neuen Schienen einfach einsetzen kann. Generell alles, was hier so ein bisschen dicker übersteht, mache ich auch mit weg. Für meine Schienen zeichne ich jetzt hier eine gerade Linie hin, damit ich dann nochmal genauer gucken kann, wo irgendwo was überstehen könnte, was ich noch wegstemmen muss. Und die andere mache ich natürlich hier irgendwo hin. Die müssen ja gar nicht weit auseinander sein. So, jetzt gehe ich aber nochmal hierher. Ich sehe jetzt hier, ist ein bisschen dicker. Das stemme ich jetzt noch weg. Hier unten auch. Und dann kann man das hier schon einmal grundieren, damit man dann die Schienen setzen kann. Die wird jetzt wieder hier den Pinsel aufgetragen. Hänge ich ja mit dem Quast. Ich habe jetzt eben kurz vorher abgekehrt. Ich muss mir für hier auch noch eine kleinere Richtlatte kaufen, weil hier der Türrahmen ist. Und ich will ja nicht den Türrahmen, also ich will ja nicht so dick wie der Türrahmen werden. Deswegen brauche ich halt irgendwas, was kürzer als diese Ecke hier. Und ich will nicht die Wasserwaage versauen. Deswegen werde ich irgendwas kaufen. Also ich werde echt versuchen, möglichst viel Material hier an die Decke zu bekommen, weil alles, was an der Decke ist und verbaut ist, steht nicht mehr rum. Und deswegen dachte ich, mal einfach schon mal die erste Riegelplatte hin. Kann ich nämlich auch, soweit bin ich schon. Dazu werde ich jetzt hier erstmal ausmessen, in welchem Abstand wirklich hier die CLD-Profile sein müssen. Ich habe mir jetzt gedacht, 1,18 Meter. Man muss auch hier wieder den Übergang wieder einmalig abschneiden, damit man eben nicht dann an der Wand alles wegspachteln muss. Und das mache ich ein bisschen großzügig, deswegen 1,18 Meter, das heißt diese hier. Auf der Seite hier schon mal ganz gut. Hier ist mal bis hierhin geht meine erste Platte. Und das hier muss natürlich ausgemittelt sein, sodass ich beide Platten, also die nächste und die hier, beide hier reinschrauben kann. Die anderen setzt man die erste ungefähr 25 cm von der Wand. So, dann zwischen hier und hier habe ich dann noch 93, da wird es dann aber 48. Also 25, 48, das übertrage ich jetzt auf die andere Seite. Bevor ich jetzt hier die Platte reinschrauben kann, muss ich jetzt hier diese Deckenhänger wieder reinschrauben. Hier, da nutze ich jetzt einen 8er Bohrer und die Schlagdübel und mache die erstmal an der Decke fest. Damit ich auch weiß, wo ich bohren muss, gibt es einen einfachen Trick. Einfach hier einen Bleistift einmal auf Vorseite anzeichnen, hier und hier. Und jetzt kann ich die alle noch ein Stück zur Seite schieben und kann dann in Ruhe hier bohren und dann auch hämmern. Und dann schiebe ich die einfach wieder in Position. Und jetzt, zack. Dann nehme ich hier meinen 8er Bohrer. Ich habe hier eigentlich so eine Rosette für, dass der Staub hier nicht in das Bohrfutter reinfällt. Habe ich jetzt gerade nicht hier, das heißt, ich werde wieder pusten. Funktioniert mit dem Pusten eigentlich immer ganz gut. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich die eine festmache, dann brauche ich es euch nicht mit allen zeigen. Da haben wir jetzt hier wieder die 8er Dübel, weil wir haben auf 8 vorgebohrt. Dann halten wir es hier hin. Ich weiß nicht genau, warum ich den hier schon mal umgebogen habe, dass er jetzt so ist. Das erschwert mir jetzt natürlich hier das Hämmern. Okay, beste. So, das ist jetzt fest. Kann ich es hier gleich festschrauben. Weiter geht es jetzt hier wieder mit den selbstschneidenden Schrauben. Halte ich das hier einfach runter, hier rein. Das ist ja jetzt echt eine kurze Spanne hier. Wenn ihr eine Decke habt, wo ihr die längere Spanne habt, dann solltet ihr euch den Laser hier wieder reinstellen. Und also immer zwischen zwei, dann könnt ihr immer zwei schrauben. Da stellt ihr den Laser wieder zwei Felder weiter und könnt wieder zwei schrauben, weil ihr sonst eine Durchhängedecke bekommt. Weil die eben, gerade wenn ihr die Dinger verbindet, es gibt dafür so Verbinder, und wenn ihr die verbindet, dann hängen die richtig krass durch. Dann könnt ihr nicht einfach hergehen und zusammenschrauben, wie ich das jetzt hier mache. Aber dadurch, dass es jetzt eine kleine Spanne ist und diese CD-Profile schon eine eigene gute Steifigkeit haben,
geht es schon. Wichtig dabei ist auch, dass die in sich gerade hängen, also dass sie nicht jetzt irgendwie hier so verdreht hängen, weil das passiert auch schnell mal, wenn man mit der Schraube abrutscht oder so. Naja, dann biegt man hier die beiden Dinger hoch und dann haben wir hier schon wieder unsere gute Halterung und hier biegt gar nichts durch, also eine Halterung reicht hier vollkommen. Und jetzt ist alles vorbereitet für unsere erste Riegesplatte. Die werde ich jetzt zuschneiden gehen. Wir wissen ja, dass unsere Breite da drüben jetzt zu 1,72 war. Also ein bisschen mehr als 1,72. Diese 1,72, die schneiden wir jetzt hier auch aus. Wir hatten jetzt bei den anderen Sachen ein bisschen Luft gelassen. War auch wichtig, damit wir die Sachen reinkriegen. Aber hier wollen wir jetzt schon möglichst nah an die Wand rankommen. Und um das zu erreichen, werden wir jetzt eben erstmal auf 1,72 kürzen das Ganze. Und dann erst in der Breite, weil meine Wasserwaage nur 1,80 lang ist die hier und die nutze ich ja zum Schneiden und dann ist es einfacher, das so rum zu machen als andersrum. Also dass man erst die kurze Schneideseite schneidet und dann die lange. Und wenn ich erst die lange mache, muss ich mal die Wasserwaage umsetzen und nochmal schneiden. Deswegen jetzt erstmal die kürze Seite kürzen. Also ihr dürft das natürlich nicht komplett press zuschneiden, aber schon wirklich dann so 2 mm kleiner, wenn ihr sonst so riesige Mengen zuspachteln müsstet. Und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen lieber da sehr genau arbeiten. Ich mache jetzt hier 1,718 etwa. Das hier schmeiße ich nicht weg, wenn man vielleicht noch braucht. Also wie man sehen kann, ist hier drin jetzt schon ein bisschen enger geworden, weil ich den Riegelplattenheber, ein geiles Teil, hier reingeholt habe. Man dreht hier und dann fällt das Teil hoch. Das heißt, wenn man alleine Riegelsdecken machen will, braucht man sowas. Ist ein extrem geiles Teil. Hat, glaube ich, so 150 Euro gekostet bei Amazon damals. Ist jetzt nicht das Beste, aber tut, was es soll. Und ich habe damit schon, keine Ahnung, 180 Quadratmeter Riegelsdecke gemacht. Es funktioniert. Es tut seinen Job. Es gibt bestimmt auch welche für 500, die dann geiler sind, aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Mal sehen, wie ich jetzt hier drinnen die Platte hier drauf bekomme. Das ist, glaube ich, etwas schwierig. Bräuchte hier, glaube ich, mal ein Gegengewicht, oder? Nee, es geht, glaube ich. Genau, Platte drauf und dann kann ich hier drüben gegenhalten. Wir werden sehen. So, von der Breite her sieht das schon mal ganz gut aus. Leider habe ich die Platte falsch rum, weil ich dumm bin. Kacke. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass es von der Breite her immerhin etwas, ja? Müsste, könnte, sollte passen. Also wie ihr seht, das ist wirklich nicht das Beste, aber es tut halt, was es soll. Okay. Also er hat auf jeden Fall beim richtigen Renovierungsfaktor eingeschaltet. So, fest im Kopf, bin tot, letztes Video. Nee. Es ist ja leider Samstagnachmittag, ich habe hier nur so ein paar Schrauben für die Platte jetzt reichen. Boah. Naja, und dann beginnt halt das frohe Schrauben, ne? Mal gucken, dass es in allen Ecken gut sitzt. Jetzt genau da, wo ich den Stoß von den beiden Blechen hatte. Sieht aber schon mal ganz gut aus hier. Es wird immerhin etwas. So, jetzt mache ich hier vorne noch 2-3 rein und dann kann ich hier auch schon den Plattenheber wieder wegtun. Und ihr seht, so habe ich jetzt wirklich immer nur so einen Stoß. Und das macht das Ganze natürlich viel entspannter. Zack, gut. Ich mache mal die anderen Schrauben rein und sammle die erstmal hier vom Boden ein, wie so ein Spaß. Nee, Tag kennen Sie. Also, ich habe jetzt hier mit meiner Frau ausgemessen, wo die Spots hin sollen. Und zwar hat die Duschwanne hier 80x80 und man möchte ja schon Licht über eine Dusche haben, sei es für Rasieren oder für Wissen, welches Shampoo man benutzen soll oder keine Ahnung was. Und jetzt hatte ich hier gerade 50 von der Wand jeweils abgemessen und dann sind in der Mitte hier nur 70 Abstand. Das ist uns ein bisschen zu eng, sieht komisch aus. Das sieht aus wie so eine Gangbeleuchtung. Deswegen werde ich jetzt nochmal 5 cm zur Seite gehen mit. Was Musik hört ihr denn so bei der Arbeit? Und was könnt ihr mir empfehlen? Immer auf der Suche nach guter, neuer Musik. Ich finde es äußerst schwierig, gute Sachen zu finden. Aber vielleicht sagt ihr ja, Mann, ich höre immer das und es ist so gut und da bin ich mal hart motiviert. Dann wüsste ich das gerne, dann würde ich es nämlich auch gerne hören. Jetzt bohre ich hier wieder mit meinem Lochbohrer. Mein erstes Loch, aber wirklich nur das erste, weil hier ist mein Hauptkabel, damit ich wieder Licht habe. Die anderen Lichter, die bohre ich erst dann, wenn ich im Laser alle ausrichten kann, weil sonst hast du das, dass die dann nicht mehr in einer Reihe sind. Das ist jetzt in so einem kleinen Raum wie hier nicht so schlimm, aber umso größer der Raum, desto schlimmer wird es. Weil dann kann man lange gerade entlang gucken, dann sieht es immer schief aus. Aber ich brauche das hier halt, weil ich halt hier meine Kabel raushängen lassen muss. Und deswegen habe ich mir hier auch noch einen Strich hingemacht, damit ich dann meinen Laser hier drauf an- und ausrichten kann. Deswegen jetzt hier wieder ansetzen. Richtig rumdrehen hilft noch. Dann wieder pusten. So,
Dann habt ihr hier einen richtig schönen Ausschnitt. Also das Ding habe ich echt für 15 Euro oder so bei Amazon gekauft. Von Mannesmann oder so. Ach nee, von HBB, auch eine gute Marke. Also für DIY-Zeug so. Keine Profi-Marke, aber so für DIY-Zeug vollkommen ausreichend. Ich habe, wie gesagt, schon über 150 Lampen damit in der Decke versenkt. Ich nehme meine Lampe raus und das hier, das ist das Wichtigste, weil hier kommt jetzt mein Strom an. Und dann, wenn ich die anderen Löcher bohre später, ich habe mir so einen dicken Draht gebaut, dann kann ich ihn einfach von Loch zu Loch schieben und mein Stromkabel da durchziehen. Jetzt messe ich hier gerade aus, welche, also meine Platte hat ja ein Maß von 1,25 Meter Breite, das heißt, ich komme hier raus, habe ich schon angezeichnet, hier. Und dazu muss ich jetzt halt diese Ecke hier ausklinken. Und jetzt habe ich das hier schon gemessen von da nach da, das sind 93. Das hier sind 19,5. Das Maß hier ergibt sich ja dann. Genau, jetzt messe ich noch einmal von hier nach hier. Dann muss ich noch einen so einen Träger zuschneiden. Da ist jetzt wichtig, dass man dran denkt, dass ja das Licht irgendwo hier hin soll. Also ich denke mal hier ungefähr, wenn ich jetzt mal so grob überschlage. Und dann darf es natürlich kein Träger sein. Das heißt, ihr müsst euch immer überlegen, dann, also ist ja nicht schlimm, dann vielleicht einen Träger mehr reinzumachen oder den einen 5 cm zu verschieben, das macht den Bock nicht fett von der Steifigkeit von der Decke her. Aber ihr dürft jetzt nicht denken, macht es jetzt wirklich perfekt auf Maß und dann am Ende wollt ihr eure Lampen reinmachen und müsst dann eure Lampe versetzt machen, weil genau da ein Träger ist. Und dann kommt euer ganzes Lampenbild durcheinander und es ist einfach so ärgerlich. Deswegen da vorher drüber nachdenken und dann passiert es nicht. Bevor ich jetzt die nächste Platte dahin machen kann allerdings, muss ich noch ein Kabel von meinem Dauerstrom hinten Richtung Fenster legen für den Rollladen später. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich ja nicht mehr dran. Deswegen lege ich jetzt einfach ein Kabel dahinter und dann kann ich schon direkt die nächste Platte dran machen. Ich nehme jetzt einfach hier Schrauben, die eigentlich zu lang sind. Weil wir fahren jetzt zwar gleich zum Baumarkt, aber ich wollte die Platte eigentlich noch fixieren. So, und ich muss sagen, das passt ganz gut. Ich mache jetzt hier am Rand ein paar Schrauben von denen, die zu lang sind, rein. Dann gehe ich erstmal zum Baumarkt, richtigen Schrauben holen und für den Garten, da geht es nämlich auch weiter, aber das erzähle ich euch mal anders. Einfach so ein paar, dass ich nicht abstürzen kann. Den Ständer lasse ich trotzdem da. Alter, Alter. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe mir schon mal ein paar Schrauben wieder in die Decke gemacht. Jetzt kann ich das hier runterlassen. Kann den oberen Teil wieder wegnehmen, damit ich hier wieder ein bisschen mehr Platz habe. Jetzt mache ich noch die letzten Schrauben rein und weil es jetzt schon wieder echt spät ist, mache ich noch das und dann ist Feierabend für heute. An dieser Stelle gibt es eine kleine Abmoderation für euch, weil nämlich die Videos sonst wieder viel, viel, viel zu lang werden. Und weil ich jetzt ja hier wieder weitermachen möchte und eigentlich gehört das noch zu dem Video, aber es kommt einfach ins nächste Video. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und was sonst auch alles geht, folgt Caro auf Garten-Tante auf TikTok und mir am besten auf Insta, damit ihr keine Videos mehr verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.